Sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum, herzlich willkommen heute Abend zu Deep Impact. Den Film zeigen wir als Auftakt einer Reihe zu Katastrophe und Zufall, zu der im März dann weitere Filme zu sehen sein werden. Diesen Auftakt hätten wir heute gerne mit einem Gespräch im Anschluss an die Vorführung begangen. Leider ist es nun anders gekommen. Statt mit Ihnen im Kino sitze ich zu Hause nach einem Covid-Kontakt in häuslicher Selbstisolation. Aber, und das ist die gute Nachricht, mein Gast des Abends, Privatdozentin Dr. Juliane Blank, hat sich spontan bereit erklärt, das Format anzupassen und Ihnen eine kurze Einführung in den Film und den Zufall zu geben. Juliane Blank ist Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und vertritt derzeit den Lehrstuhl für neuere deutsche Literaturwissenschaft, Medienwissenschaft an der Universität des Saarlandes. Sie forscht und schreibt zu zahlreichen Themen, unter anderem zu Literaturadaptionen, zu Literatur und bildender Kunst, transmedialem Erzählen und Populärkultur und eben auch zu Katastrophendiskursen. Ihr jüngstes Buch und zugleich ihre Habilitationsschrift trägt den Titel Katastrophe und Kontingenz in der Literatur. Erschienen ist es 2021 und es gab den Ausschlag zum heutigen Abend und dem Thema der Filmreihe, die wir, natürlich, hier kommt der Werbeblock, begleitend zur aktuellen Sonderausstellung Katastrophe, was kommt nach dem Ende, zeigen. Wenn nun auch alles anders wurde, als wir es ursprünglich geplant hatten, herzlich willkommen, Juliane Blank, und vielen Dank für Ihren Beitrag schon jetzt. Ja, vielen Dank, Frau Plappert, für die freundliche Einführung. Ich hoffe, Sie können mich alle hören und gut sehen. Wie gesagt, mein Name ist Juliane Blank. Ich bin Literatur- und Kulturwissenschaftlerin an der Universität des Saarlandes. Und da bin ich jetzt auch auf dem Campus in meinem Büro. Ich glaube, ich bin die Letzte, wenn ich so nach draußen schaue. Das hat hier also durchaus auch was von einer abendlichen Veranstaltung hat, was Besonderes. Noch lieber wäre ich im Kino gewesen, aber es ist jetzt eben ein Zufall, wenn man so will, dazwischen gekommen. Wie gerade schon gesagt wurde, wir machen jetzt eine spontane, kurze Einführung, kurz und knackig, ungefähr 10 Minuten. Eine Einführung, die etwas mit dem Film und mit meinen Forschungsthemen zu tun hat. Ich forsche zu Darstellungen von Katastrophen in Literatur und Film, eben nicht zu Katastrophen selbst, sondern zu ihrer Darstellung. Und besonders interessieren mich Inszenierungen von Zufall im Kontext von Katastrophendarstellungen. Denn wenn es um Leben und Tod geht, kann der Mensch es ganz schlecht aushalten, dass etwas einfach so und ohne erkennbaren Grund passiert. Das ist so die Alltagsdefinition von Zufall, wenn man so will. Zufall, kann man sagen, stört die Sinngebung. Und Sinngebung brauchen Menschen ja im Katastrophenfall besonders dringend. Ein Kometeneinschlag, wie er im Zentrum des heutigen Films Deep Impact steht, repräsentiert einen ultimativen kosmischen Zufall. Dass der Komet auf die Erde zurast, kann zwar wissenschaftlich in kausale Ketten von Ursache und Wirkung zerlegt werden, aber das hilft nicht. Das hilft vor allen Dingen nicht bei der Frage, warum ausgerechnet die Erde getroffen und dabei die ganze Menschheit ausgelöscht werden soll. Wenn man den aktuellen Oscar-Nominierungen glaubt, dann sind Kometeneinschläge als kosmische absolute Bedrohung der Menschheit irgendwie ein hochaktuelles Thema. Die schwarze Komödie Don't Look Up, die ein ganz ähnliches Extinction-Level-Event entwirft wie Deep Impact, ist in 4 Kategorien für den Oscar nominiert. Und dieser Film, auf den werde ich jetzt nicht näher eingehen, aber es illustriert eben schön auch die Aktualität dieses besonderen Szenarios. Dieser Film parodiert vor dem Hintergrund eines, man könnte vielleicht sagen, aktuellen Untergangsbewusstseins auch die Erzählmuster des klassischen Hollywood-Katastrophenfilms. Und zu diesen klassischen Hollywood-Katastrophenfilmen kann man Deep Impact durchaus zählen, aber eben nur in mancherlei Hinsicht. In anderer Hinsicht weicht er von den Genrekonventionen in durchaus erstaunlicher Weise ab. Eine erste Abweichung wäre vielleicht schon, dass es sich um einen der wenigen Katastrophenfilme handelt, die von einer Regisseurin gemacht wurden. Der 1998 in die Kinos gekommene Film von Mimi Leader steht außerdem in einer gewissen Konkurrenz oder zumindest Vergleichssituation, kann man sagen, mit dem Film Armageddon, der im selben Jahr in die Kinos gekommen ist.
Aber während in Armageddon tatkräftige Macher dem Kometen mit schwerem Gerät zu Leibe rücken und der Rest der Menschheit auf der Erde darum bangt, ob sie überleben, erzählt Deep Impact durchaus differenziert davon, was Menschen tun und was Menschen tun können, wenn die Floskel Life Goes On nicht mehr gilt. Typisch für das Genre des Katastrophenfilms der 90er Jahre sind dann zum Beispiel so Dinge wie die Aufteilung der Handlung auf mehrere parallele Erzählstränge. Hier geht es eben zum einen um den Schüler, der den Kometen entdeckt hat, gespielt von Elijah Wood. Es geht um das Schicksal der Journalistin Jenny Lerner, die als Journalistin eben die politischen und medialen Reaktionen auf die Katastrophe begleitet. Und schließlich geht es um die Erlebnisse der Astronautinnen und Astronauten im Rahmen der Rettungsmission Messiah. Und ja, die Mission heißt wirklich so. Und die christliche Erlösungsmetaphorik ist da schon deutlich mehr als nur ein Unterton. Die Handlung, von der ich jetzt natürlich nicht so viel vorwegnehmen möchte, ist ebenfalls genretypisch organisiert. Es folgt eben auf die Entdeckung der Bedrohung, hier mit dem besonderen Twist einer zeitlichen Verzögerung, die Entwicklung einer Rettungsstrategie, die dann in mehreren spannungssteigernden Schritten zurückgeworfen und umgebaut wird und schließlich das Eintreten der Katastrophe und der Ausblick auf einen Neubeginn. Und zu den Rettungsversuchen gehört im Übrigen auch eine Maßnahme, die den Zufall ganz prominent ausstellt. Mittels einer Lotterie wird nämlich ausgelost, wer sich in den unterirdischen Bunkern der Regierung in Sicherheit bringen darf. Hier vielleicht noch eine kleine Fußnote zum weitere Filme anschauen. Ähnliche Auswahl- und Priorisierungsverfahren werden auch in Katastrophenfilmen wie 2012 und Contagion thematisiert. Aber zurück zu Deep Impact. Der Film konzentriert sich darauf, wie die Figuren in ihren unterschiedlichen Lebenssituationen, also als Individuen, und die US-amerikanische Gesellschaft als Ganzes mit der drohenden Katastrophe umgehen. Und dabei geht es immer wieder um die Frage, ob sich und wie sich das absolut kontingente Ereignis des Kometeneinschlags irgendwie kontrollieren lässt. Und sei es auch nur gedanklich, indem es begreifbar gemacht wird. Besonders im mittleren Teil des Films sehen wir dann zahlreiche Politikerreden, Pressekonferenzen und Medienberichte. Und bei diesen ganzen Veranstaltungen geht es darum, irgendwie dieses unbegreifliche Ereignis, Kometeneinschlag, man könnte auch sagen das Mega-Ereignis, zu erklären, indem man es in einzelne kleinere Ereignisse, in einzelne Schritte zerlegt und so vielleicht in verstehbare Zusammenhänge einspeisen kann. Und dass die Rolle der Medien dabei auf das Network-Fernsehen begrenzt ist, das ist aus heutiger Perspektive schon fast unvorstellbar. Man kann fast nicht umhin, sich zu fragen, wie würde das heute aussehen? Wer wäre an solchen Medienreaktionen beteiligt? In Deep Impact werden nicht nur die Handlungen der Gesellschaft beleuchtet, sondern auch die Einzelschicksale der Figuren. Jetzt kommen wir immer näher an den Zufall ran. Das mit den Einzelschicksalen ist ein Aspekt des Films, der in den Kritiken häufig als melodramatisch bezeichnet wurde. Das ist negativ gemeint in dem Fall. Ich würde aber sagen, dass gerade dieser Aspekt interessant ist, weil hier mit den Genre-Traditionen gespielt wird. Und dazu muss man kurz einwerfen, dass die Figuren von Katastrophenfilmen häufig in Familieneinheiten eingebunden sind. Auch in Deep Impact prägen komplizierte und auch dysfunktionale Familienkonstellationen die Geschichte vom Überleben oder auch Nicht-Überleben der Figuren. Eine interessante Variante dieser Genre-Konvention stellt dabei die Familie der Journalistin Jenny Lerner dar. In ihrer Geschichte geht es dann aber nicht, wie oft im Katastrophenfilm, darum, dass Eltern ihre Kinder retten, oft auch schon im Hinblick auf das Überleben der Menschheit, sondern es geht um die Bindung einer erwachsenen, kinderlosen Frau zu ihren alternden Eltern. Besonders interessant ist die Figur der Mutter, gespielt von der Grande Dame des britischen Films und Theaters Vanessa Redgrave. Diese Figur steht für die Handlungsspielräume von Menschen, die im Leben sowieso schon kein Glück hatten und jetzt von diesem absoluten, sinnlosen Zufall getroffen werden. Da macht der Film einen ganz unangenehmen Problemzusammenhang von Zufall und Katastrophe auf und fragt, gibt es in so einem Szenario eigentlich noch Freiheit? Kann man da noch was selbst entscheiden oder ist einem alles aus der Hand genommen? Die Geschichte der Mutter erzählt von diesen Entscheidungen und man muss dazu sagen, dass das, wie oft im Katastrophenfilm, keine schöne Geschichte ist.
Ich persönlich würde sagen, dass diese stilleren, also weniger actionlastigen Teile des Katastrophenfilms Deep Impact eigentlich seine interessantesten Passagen sind und auch sein innovativster Beitrag zu einer Geschichte des Katastrophenfilms. An anderen Stellen, und damit komme ich auch schon zum Schluss, erzählt Deep Impact aber eben doch eine schöne, vielleicht auch zu schöne Geschichte. Wie in vielen Katastrophenfilmen geht es auch hier um die Überwindung von widrigen Umständen, wie eben zum Beispiel sehr, sehr unglücklichen Zufällen. Es geht darum, wie Menschen in Ausnahmesituationen, die sie nicht verdient haben, sondern die ihnen einfach so ohne Grund widerfahren, über sich hinauswachsen. Das ist natürlich eine utopische Vorstellung. Es geht darum, wie im Sinne einer poetischen Gerechtigkeit diejenigen, die es verdient haben, dann doch überleben oder zumindest nicht die, die es nicht verdient haben. Diese Belohnungsmuster, wie ich sie jetzt mal nennen würde, sind ausschlaggebend für den Reiz des Genres Katastrophenfilms. Deswegen gucken wir uns das an. Und diese Muster werden hier auch erfüllt. Am Ende stehen Opfer, am Ende stehen Helden und Heldinnen. Der Film entwirft eine durchaus utopische Vorstellung von Menschlichkeit im Angesicht der Katastrophe. Und das Originalposter des Films, das kann man vielleicht hier noch einwerfen, wirbt auch mit dem ja dann doch melodramatischen Slogan Oceans Rise, Cities Fall, Hope Survives. Diese konventionellen Muster erfüllt Deep Impact also durchaus, aber ich würde sagen, er macht noch mehr. Was an Deep Impact ungewöhnlich ist, ist, dass der Film auch Handlungsspielräume abseits von den großen Heldentaten und den scheinbar schicksalhaft vorgezeichneten Wegen erkundet. Es gibt immer wieder Elemente, mit denen man dann doch nicht rechnet. Kleine Zufälle, kleine Ausbrüche, wenn man so will. Und ich hoffe, der Film kann auch Sie ein bisschen überraschen. Damit bin ich mit meiner Einführung am Ende und wünsche Ihnen viel Spaß beim Ansehen. Ich sage nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Filmabend und weise darauf hin, dass das Plakat, von dem Frau Blank sprach, tatsächlich in unserer Ausstellung im dritten Stock zu sehen ist. Perfekt. Jetzt viel Vergnügen.